Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und herzlich willkommen zu einer Rezension. Ich möchte heute mal mit euch zusammen hier diese Sticks besprechen und das sind die Wickforth Dave Wackel Signature Sticks. Ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn man die Sticks benutzt und der Lack von den Sticks noch nicht ab ist. Wir sehen es hier und wir sehen es ganz besonders hier. Das ist kein Blut, was wir hier sehen. So kann man es besser sehen. Das ist kein Blut, sondern das ist der Lack von diesen Sticks. Und das geht natürlich überhaupt nicht, dass der Lack sich auf den Becken abfärbt. Das sieht ziemlich unschön aus auf dem Becken und das gefällt mir an diesen Sticks überhaupt gar nicht. Und deswegen gebe ich diesen Minuspunkt, dass der Lack sich auf den Becken abfärbt. Also komplett alle Becken, die ich hier habe, sind komplett voll mit dem Lack, mehr oder weniger. Das ist bei den Sticks halt leider so und ja, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, da wundert man sich doch ehrlicherweise, wie beim Dave Wackel selbst, der diese Sticks entwickelt hat, die Becken aussehen, wenn er diese Sticks benutzt oder wenn andere Schlagzeuger sich diese Sticks kaufen. Die haben dann das gleiche Problem, dass sich der Lack an den Becken abfärbt. Das ist wirklich nicht schön und das geht wirklich gar nicht. Allerdings kommen wir jetzt natürlich zum positiven Teil. Wie immer ist natürlich die Anfassqualität von den Sticks wunderbar. Sie liegen schön in der Hand. Man kann mit ihnen sehr gut arbeiten und das zeichnet halt immer wieder die Qualität von Wickforth aus, dass man immer, sobald man ein Wickforth-Paar in der Hand hat, direkt eine richtig gute Qualität hat. Allein von dem Gefühl her, wenn man diese Sticks in der Hand hält, und das gefällt mir auch richtig, richtig, richtig gut. Und das ist, warum ich die Qualität von Wickforth einfach immer wieder schätze. Kommen wir nun zu den Klangeigenschaften der Sticks. Ein wunderschöner Ping kombiniert mit einem sehr schönen Hintergrundrauschen und das macht sie zu Allrounder Sticks, die allerdings nicht für Rock oder Metal oder sonstige härtere Stilrichtungen konzipiert sind, denn dafür wurden sie nicht gebaut. Sie wurden dafür gebaut, um eine sehr ansprechende, gute Qualität am Schlagzeug zu erzeugen, sodass der Spieler, der sie spielt, das gute Gefühl hat, sehr gute Sticks in der Hand zu haben. Und sie wurden dafür konzipiert, um ja, einen sehr breiten Bereich, eine hohe Bandbreite an Musikrichtungen abzugeben, aber wie gesagt, nicht zu empfehlen für Metal, allerdings für Rock schon. Man könnte mit den Sticks tatsächlich Metal spielen, aber na, ob das so gut klingt, ist eine andere Geschichte. Jo, das war also das Review
oder die Rezession von diesen Sticks. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Kommentar da, schreibt mir einen Kommentar da unten, abonniert den Kanal und gebt mir ein Like oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich bedanke mich schon mal fürs Anschauen, fürs Abonnieren und so weiter und so fort. Macht es gut, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!